Kopfgebäude. Wie sollen die Azteken über diese gottlose Welt herrschen, solange es Griechen gibt? So. Ah, der kackt gleich mal. Dies ist das Land der Wikinger. Alle Eindringlinge müssen vernichtet werden. So, aber jetzt greifst du mal das Haus an. So, sollen wir schon mit dem Krieg beginnen? Ne, lassen wir das noch mal ein bisschen. Du verhungerst? Nimm doch die... Nein, nimm. Und jetzt ist... Nimm. Du bist satt. Dann werde ich dich aber nochmals füttern. Ist... Genau, das Dorfbohne. Ja, einer ihren Dorfbohne durfst du. So, jetzt schlacht es bitte ab. So, oh, die Windmühle sieht so schön aus und wir sind so böse. Okay. Wir brauchen mehr Baumeister. Bekehrter Baumeister. So. Vater. Überall Lava bei der Kreatur. Schneller komm, greif an. Machen wir doch etwas Spannenderes. So. Da ist einer und schaut sich das an. Na, ist es nicht schön, der Boden? Nicht die Mühle, der Boden. Ach, ich werde einfach nicht böse. Oh, das sieht so geil aus. Ich hoffe, hoffentlich sehen die Gebäude später dann auch anders aus. Ich denke schon. Ja, seht ihr, da wachsen irgendwie so Wurzeln. Irgendetwas. Sieht zwar nicht so schön aus, aber sieht gefürchtig aus. Hier auch. Sogar hier wachsen Wurzeln. Schön. Und die Mauer sieht kaputt aus. Ach, schön. Wir hassen die Griechen ebenso, wie unsere aztekischen Herren es tun. Die Griechen werden für ihre Taten büßen. Ja, hier gibt es recht schwere Missionen für ein gutes Ding. Aber wenn ihr gut und böse kurz abwesend machen, macht, dann geht beides gut. Also, ihr müsst dafür nicht gut werden, aber ein paar Sachen sind halt auch gutmütig. Und dann werdet ihr ein bisschen böse verlieren. Der Alltag. Die Menschen in der Stadt gehen arbeiten, genießen ihre Freizeit und schlafen.
Sorge also für Arbeitsplätze, Freizeiteinrichtungen und Wohnhäuser, damit sie ein ausgeglichenes Leben führen. Nein, ich will nicht die Kreatur dorthin. Wo ist jetzt die Armee? Hast du sie schon zerdrückt? Hauen sie ab? Dann geht doch mal da attackieren. Nimm noch einen Dorfbewohner. Und iss. Und dann wechsel die Leine und mach mal, was du willst. So. Der hat gar keine Armeen mehr. Ja, eine innerhalb. Ich kann die Griechen nicht länger dulden. Ich muss handeln. Dann mach doch mal Taten, bitte. Und hör auf zu reden. So, also machen wir mal eine Waffenkammer. So. Ich dachte, die Griechen wären ein friedliches Volk. Ich muss sie im Auge behalten. Ich bin ja friedlich böse. Beeindruckende Gebäude erweitern deinen Einfluss. Auf Hügeln errichtete Gebäude sind beeindruckender als Gebäude, die auf Ebenen oder in Tälern errichtet werden. Die Menschen führen ein normales Leben. Sie werden geboren und wachsen heran, bis sie schließlich alt werden und sterben. Glückliche Menschen leben übrigens länger als unglückliche Menschen. Ist eine Stadt beeindruckend genug, lockst du die anderen Stämme des Landes in deine Stadt. Halte deine Hand über deine Stadt, über deren Stadtzentren, um zu sehen, ob sie bald zu dir überlaufen. Wir brauchen noch eine Folterkammer. Oder eine Folterhöhle, die machen wir hier oben, damit sie beeindruckender wirkt. Ach nee, wir machen sie hier hinten. Das bringt's mehr. Oh, arme Dorfbewohnerin. Bekehrter Bauer. Wir brauchen mehr Männer. Da machen wir die Frauen, machen wir Frauenarbeit. So. Du spielst mit den Menschen? Nicht unterhalten? Nein? Ach komm. Da unterhalte ich mich lieber selbst. Die Griechen wollen herrschen. Die Griechen müssen vernichtet werden. So, was hast du sonst noch für Sachen? Schlafen? Nein, ich... Ja, okay, machen wir. Wenn du mal müde bist, kannst du ruhig auf den Gebäuden schlafen. Angreifen? Natürlich greifst du andere Soldaten an. Wo sind wir hier? So. Feindliche Lagerhäuser angreifen? Sehr gut. Ja, und der Rest später. Wie fleißig Gebäude angreift. Komm, wird endlich böse Kreatur. Nein, du baust jetzt kein Gebäude. Die Griechen halten uns zum Narren. Gut gemacht, Herr. Ihr habt einen Altar gebaut. Bist du langsam böse? Naja. Muskulös wirst du. Boah, sieht der schon aus. Ah, oh, die Lichter. Diese Lichter. Altäre brauchen eine Macht namens Mana. Durch Gläubige könnt ihr sie auffüllen. Nur zu. Bekehrt einen Gläubigen, Meister. Ja. Gläubiger. Gläubiger. Durch den Gläubigen erzeugt der Altar Mana. Je mehr Gläubige ihr habt, desto mehr Mana wird produziert. Nochmal. Wunderkosten Mana.
Gläubige produzieren Mana. Ah, das Leben ist so einfach. Wenn du Menschen auf dem Altar absetzt, kriegst du auch Mana. Okay, der Mensch ist dann weg. Aber was soll's? Oh ja, ihr könnt Wunder auch mit Tribut bezahlen. Wunder sind äußerst mächtig. Sie können Gutes bewirken oder... die Welt ins Chaos stürzen. Herrlich! Dieser Altar hat bereits ein Wasserwunder. Probiert es bei diesem Feld dort aus. Legt das Wunder auf dem Feld ab, um Letzteres zu gießen. Gießen? Bäh. Ich hätte etwas Brutaleres erwartet. Aber probier's ruhig, Boss. So, bisschen bald anpflanzen, sonst haben wir nichts mehr. Und das Ding, die Waffenkammer wird gebaut. Hat er langsam Angst? Kommt irgendwas? Nö. Ja, in dieser Mission passiert noch nicht viel. Noch nicht viel Action. Ich bin etwas außer Atem. Ich bin glücklich. Was hast du vorher noch gesagt? Du hast doch irgendwas gesagt. Nichts. Ich bin pappsatt. Ja. Da musst du auch nichts essen. Und wieso bist du so gebückt? Bist du müde? Dann machen wir dich doch zum Krieger. Du kannst Wasserwund einsetzen, aber das macht dich nett. Ich finde, solche 100 beste Soldatenzeugs, das nützt nichts. Außer wenn wir dann mal genug haben. So. Ja, wir haben zu wenig. Lola hat jetzt gerade eins geschossen. Ich werde die Würmer, die den Angriff der Azteken überlebt haben, zerquetschen. Ein Stein geschossen, ein Erzbrocken. Aber er hat nichts gelernt. Ne. Oh, freier Wille ist nicht mehr so stark. Müssen wir schauen, dass er wieder freie Wille bekommt. Und irgendwie die Puppe, die bringt irgendwie fast nichts. Ich habe schon so oft mit gemacht, dass er mit ihr spielt. Die ist irgendwo bei der Mühle. Vielleicht auch in der Mühle. Mist. Ja, nachher werden wir die Kreatur ein bisschen ausruhen lassen und ein bisschen spielen lassen. Aber vorläufig nicht, dann braucht sie einfach andere böse Sachen. Okay, die atmen jetzt auch in der Nacht. Die griechische Stadt darf nicht weiter. Nein, du baust kein... Nein, du hast nie bauen. So. Macht das. Oh, er bekommt Stacheln. Er bekommt Stacheln über. Er hat überall Stacheln. Lol. Er wird böse. Der macht überhaupt nicht, der greift nicht mal an. Hat hier noch eine Armee. Alle Eindringlinge müssen vernichtet werden. Hier ist noch eine Armee. Und hier ist eine Quest. Hey, hier warten doch sicher haufenweise Geheimnisse. Klick doch mal auf die Grabsteine. Mal sehen, was passiert. Ort der Mutige gestorben. Was? Erz sammeln. Olli der Mutige. Dufnar der Trollkönig.
Potrek, der Hirschjäger. Siehst du, dass da leuchtet? Vielleicht musst du sie in der richtigen Reihenfolge anklicken. Gieri Steinfaust. Ich kenne die Reihenfolge schon. So, was bekommen wir denn Schönes? Zombies, Geister. Die Zombie-Armee. Grüezi. Ja, und ihr wollt wahrscheinlich auch ein bisschen kämpfen. Wow, unsere eigene Armee der Toten. Mit den Jungs sind wir unschlagbar. Was? Eine griechische Armee nähert sich! Rüstet euch zum Krieg, Männer! Schnappt ihr die Armeeflagge, um eine Armee auszuheben? Sie wollen gegen mich kämpfen! So sei es! Die Griechen haben eine Armee? Nun gut, wir werden sie willkommen heißen! Ich hoffe, die greifen jetzt nicht an. Nein, ich greife nicht an. So, Kreatur, du musst jetzt mal da drüben hingehen. So. Ihr habt ein Wasserwunder vollbracht. Gut gemacht, Herr. Nein, ich bin's gut geworden. Einzelnen Eindringling vernichten. Wasser. Überall Wasser. Wunderbar. Nein, ich wurde gut. Ich wurde ein bisschen gut. Ja, bei mir ist 36,8% böse. Ich bin todmüde, dann schlaf doch mal ein bisschen. Und die böse Kreatur gießt hier. Der ist viel zu mager, hat keine Muskeln. Da werde ich mal ein Battle gegen die machen. Mit meinem super Löwen gegen so eine schwache Kreatur. So. Geh mal hier hin. Und dann rüste dich aus. Aber tu dich jetzt ausruhen. Ja, der kämpft einfach weiter. Ich bin sehr traurig. Dann werde doch mal ein bisschen fröhlicher. Du musst fröhlich sein. So. Du hast nichts weiteres gelernt. Nimm doch eine Kreatur, dann verhungerst du nicht. Nimm hier. Irgendwo. Ja, irgendwas wirst du schon finden. Er tanzt lieber noch ein bisschen. Ja, du bist außer Atem, das ist klar, wenn du so tanzt. Oh Gott.
Okay, da passiert nichts. Dann werden wir doch mal hier ein wenig. Ich weiß nicht, was haben wir zu wenig Nahrung. Meine aztekischen Herren werden hoch erfreut sein, wenn ich ihnen die Griechen zum Geschenk mache. Und ein paar Bestrafungsspieße hierhin. Nein, nicht. So. Damit ihr ein bisschen fleißiger arbeitet. Das geht doch nicht. Ihr müsst hier wirklich... merken, dass wir böse sein müssen. Und hier vorne auch noch ein bisschen. So. Güdele. So, jetzt haben wir hier bald fertig. Verdammten Eindringlinge aufhalten. Ja, er kackt. Er schläft immer noch nicht. Ach Löwe, komm schon. Dann schlaf bitte. Kannst du das nicht irgendwie erzwingen? Ja, dann greif halt weiter an. Ah, jetzt ist er. Nein, er ist nicht. Ah, das ist ein Soldat. Sie wagen es, unsere Dörfer zu unterwerfen? Ich muss diese Eindringlinge im Auge. So, jetzt lassen wir das unbewacht, natürlich. Die Griechen vernichten. So, und die Kreatur geht auch zurück. So, Dele. Nein, du gehst zu dem Teil. Jetzt schauen wir mal, was wir sonst noch ausgeben können. Soldat haben wir genommen. Und jetzt nehmen wir noch, ich weiß nicht, Gefängnis brauchen wir nicht, Friedhof unerhört. Brauchen wir. Nehmt das nächste Dorf ein. Wir müssen die griechische Invasion aufhalten. Da kann man noch einzelne Männer und Frauen kaufen. Für 5000 ein Mann, ja. Mhm. Wenn wir sonst nichts mehr haben. Eine Schmelze, bitte. Können wir nicht kaufen. Ah, wir haben nur noch 12.000. Wie konnten diese Narren den Angriff der Azteken überleben? Jetzt ist er wirklich ein bisschen aufgebracht, man sieht es. Aha, erobert diese Stadt. Die gehört ihm gar nicht, okay. Komisch. Die Griechen halten uns zum Narren. Schauen wir doch mal, wie viel wir jetzt haben. 38,8, wir haben gar keine, oder nur wenig. Böse Punkte bekommen.
Der macht überhaupt nichts. Ich hab doch gesagt, geh zum Haus, zum Gehege. Geh du unten durch. Ah, wahrscheinlich, weil das Tor nicht offen war. So. Gut. Hä? Sonst? Ja, das Dorf wird halt einfach so bleiben wahrscheinlich, wenn die...